Nils, grüß dich. Hier vorne ist ein Stuhl für dich. Und dann ist dir hoffentlich klar, dass es ganz wichtig ist, dass du die Wahrheit hier sagst. Also nichts dazu erfinden, aber auch nichts weglassen, was du weißt. Okay. Logisch, oder? Ja. Nils Werkmann, 12 Jahre alt, du wohnst in Auenstein, du bist natürlich ledig, gehst natürlich zur Schule, verwandt oder verschwägert bist du nicht. Nein, bin ich nicht. Wie du weißt, die Frau Diesle, die soll den Gabriel unten in das Gepäckfach vom Schulbus eingesperrt haben und dann soll sie losgefahren sein und immer scharf gebremst haben. An dem Tag, an dem das gewesen sein soll, da warst du auch im Bus, oder? Ja, und das war echt heftig. Ich meine, ab Tilling gibt sie öfter mal Gas, aber so wie sie an dem Tag gerast ist, ist sie noch nie gerast. Ich habe gedacht, dass sie den Bus mit einem Formel-1-Wagen verwechselt. Habt ihr etwas unternommen, damit sie langsamer fährt? Ja, Gabriel hat sich getraut, dass er zu ihr hingeht und sagt, dass sie langsamer fahren soll. Aber das hat sie überhaupt nicht interessiert. Gabriel hat es sogar zwischen den Sitzen hin und her geworfen. So krass ist sie in den Kurven gefahren. Wir hatten echt Panik, dass ein Unfall oder so passiert. Aber auf einmal hat sie dann eine Vollbremsung hingelegt und Gabriel mit nach draußen gezerrt. Bist du da mit raus oder bist du im Bus geblieben? Ich bin im Bus geblieben. Das ging alles total schnell. Sie hat die Klappe von dem Gepäckfach aufgemacht und Gabriel hineingeschubst, kam in den Bus zurück und ist weitergefahren. Das stimmt nicht. Das war so nicht. Das ist gelogen. Und ob? Ich hatte echt Panik. Ich wusste ja nicht, was mit Gabriel da unten passiert. Sie hat immer wieder volle Kanne Gas gegeben und wieder endheftig abgebremst. Ich wollte zu ihr nach vorne und mit ihr reden, aber das war unmöglich. Und wann hat sie dann wieder angehalten? Erst in der Haltestelle in Auenstein. Da hat sie Gabriel wieder rausgelassen. Ich bin dann sofort mit unseren Schultaschen raus und habe dem Gabriel erstmal wieder aus dem Gepäckfach geholfen. Ja. Mensch, und was hat sie gemacht? Jetzt. Danke, dass du so ein guter Freund bist. Ja, jetzt super. Danke, dass Sie sich zurückhalten. Ich habe dann erstmal Gabriel aus dem Gepäckfach geholfen, wie schon gesagt. Aber sie hat mich und Gabriel dann einfach draußen stehen lassen und ist in den Bus zurück, obwohl jeder gesehen hat, dass es Gabriel echt schlecht ging. Wollen Sie jetzt vielleicht mal was sagen? Also zum Beispiel, wie das da war an der Haltestelle Auenstein. Ja? Sie haben ja vorhin gesagt, der Gabriel habe sich selbst eingesperrt. Ja. Haben Sie denn gesehen, wie er wieder raus ist? Naja, klar, ich habe ihn ja selber rausgelassen halt. Also rausgelassen haben Sie ihn? Das müssen Sie jetzt aber schon mal ein bisschen genauer erklären. Ja, wissen Sie, als ich dort halt in Auenstein an der Haltestelle stand, habe ich dann Klopfgeräusche irgendwie von unten gehört und habe mich dann halt gewundert, habe die Klappe aufgemacht und nachgeschaut und da war der Gabriel halt drin. Und erst da, während der Fahrt haben Sie nichts gehört? Nee, also ab und zu halt mal so ein dumpfes Klopfen, aber ich habe das nicht für voll genommen, weil ich dachte, vielleicht ist das irgendwas, dass sich da unten was gelöst hatte oder irgendein kleiner Defekt am Bus wäre oder so. Aber jetzt trotzdem mal, wenn Sie den Jungen da unten wieder rausgeholt haben an der Endstation, wieso haben Sie ihn dann nicht direkt ins Krankenhaus gebracht? Ich wollte dem Gabriel ja helfen, aber der Nils kam und sagte, ach, es ist alles schon okay und ich helfe meinem Kumpel schon und hat ihn dann halt mitgenommen. Und ganz ehrlich, ich habe auch nicht bemerkt, dass der Gabriel so schwer verletzt ist. Stimmt das nicht, was die Frau Diesle hier sagt? Hat sie euch Hilfe angeboten? Nein, sie hat Gabriel und mich einfach stehen lassen, obwohl jeder gesehen hat, dass es Gabriel echt schlecht ging. Noch eine Frage habe ich an dich, Nils. Hast du gesehen, ob die Angeklagte vielleicht geweint hat? Geweint? Warum sollte sie weinen? Du wirkst ein bisschen nervös plötzlich. Wieso denn? Bin ich nervös und ich habe Frau Diesle noch nie weinen sehen. Bei Ihnen alles in Ordnung, Frau Diesle? Sicher? Ja, alles okay. Noch weitere Fragen an den Nils? Keine, danke. Dann nimm bitte den Platz, du bleibst unvereidigt. Lydia Diesle, bitte. Lydia ist 10 Jahre alt, natürlich auch für alle Fragen über mich. Natürlich. Hallo, Lydia. Hallo. Komm mal hier bitte in die Mitte. Haben wir extra einen Stuhl für dich, schau. Du weißt, wie das so läuft vor Gericht. Ganz wichtig ist für eine Zeugin, du musst die Wahrheit sagen. Das heißt, nichts weglassen, was du weißt, nichts für dich behalten, aber auch nichts dazu erfinden. Okay. Klar, oder? Also, heißt Lydia Diesle, 10 Jahre alt, du wohnst in Pellen, du bist ledig natürlich, du bist Schülerin, verwandt bist du. Das ist deine Tante, die angeklagt, ja? Deswegen kannst du eigentlich frei entscheiden, ob du überhaupt was sagen willst. Wenn, dann muss natürlich die Wahrheit sein, klar. Ich sag schon aus, schließlich war ich ja mit dabei in dem Bus. Also das heißt, du fährst immer von der Schule mit dem Bus mit zu dir nach Hause? Ja, so ein Glück haben nicht viele. Die Busgarage ist nicht direkt in unserem Hof. Ich steig also vor der Haustür ein und aus. Zumindest war das so, solange meine Tante und mein Papa den Schulbus gefahren sind. Jetzt fährt ja leider ein anderes Unternehmen. Jetzt fährt ein anderes Unternehmen, das hat mir deine Tante schon erzählt. Ja, und wie war das dann bei der letzten Fahrt? Das war ja am 11. Oktober. Was war da los im Schulbus? Es war eigentlich alles ganz normal, wie immer. Nur Gabriel hat sich mal wieder vor Nils wichtig gemacht und gesagt,
Er traut sich, sich unten im Gepäckfach selbst einzusperren und dort unversteckt mitfahren will. Das hat Gabriel gesagt? Ja, nur Nils hat ihm nicht geglaubt und er hat weiter angegeben, dass das doch nur alles für Babys ist und er das garantiert macht. Er hat gesagt, dass er mit der Mutprobe der King ist, aber mehr habe ich nicht gehört, weil ich da meinen MP3-Player lauter gedreht habe. Das dumme Gelaber wollte ich mir nicht mehr anhören. Ist ganz genau und ungestört mein Buch weiterlesen. Also, da haben wir es doch. Er wollte der King werden. Darf ich noch mal dran erinnern, Herr Staatsanwalt? Wann hast du denn den Gabriel zuletzt im Bus gesehen? Hast du gesehen, wann er raus ist oder hast du irgendwas gesehen vom Gepäckfach? Also, nein, ich war so in meinem Buch vertieft, aber in Tillingen muss er raus sein, denn der Bus hat erst wieder in Auenstein gehalten. Da habe ich dann gesehen, wie meine Tante aus dem Bus raus ist und das Gepäckfach geöffnet hat. Da ist dann der Gabriel rausgekommen und da habe ich auch erst gecheckt, dass er sich wirklich da unten selbst eingeschlossen hat. Ich habe mich da nicht selbst eingesperrt. Natürlich. Doch, und jetzt entschuldigst du meine Tante, weil du es nicht vor deiner Mutter zugeben willst. Lydia, du erzählst doch jetzt vor Gericht nur das, was deine Tante dir vorgekaut hat. Nein, ich sag nur, wie es war. Nein, du erzählst gar nicht, wie es war. Tillingen waren wirklich nur noch ich und Nils. Das klingt total auswendig gelernt. Ich meine mich jetzt doch zu erinnern, dass ich Gabriel im Bus noch gesehen habe. Da musst du dich verschaut haben. Wie war an dem Tag der Fahrstil deiner Tante von Tillingen bis zur Endstation in Auenstein? Wie immer, ganz normal. Also das ist doch alles abgesprochen. Die Kleine lügt doch. Lassen Sie ihr das bitte nicht durchgehen, Herr Richter. Das Erste, was ich hier nicht durchgehen lassen werde, ist ihr dauerndes Dazwischenreden. Ja, entschuldigung, weil es mich so aufregt, weil sie so lügt. Also das Zwischenreden ist unangenehm, das muss ich auch mal so sagen. Aber inhaltlich passen die Momente jetzt einfach mal, würde ich sagen. Ich meine, der Papa der Zeugin hängt ja mit drin, diesem Familienunternehmen. Und da steht ja hier, was Ruf anbelangt und den Job anbelangt, auf dem Spiel. Da lügt man vielleicht doch ganz gern mal. Ich lüge aber nicht. Ja, und der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Das ist ja wohl bekannt, so etwas. Lassen Sie es bitte nicht durchgehen, Herr Richter. Jakobi, ich möchte jetzt nicht, dass Sie eine 10-jährige Zeugin so angehen hier. Das regt mich alles so auf. Mein Sohn hat sich verletzt. Die also, Dame wird nicht verurteilt. Von einer Seite aus kann man die Übung hier abbrechen. Ich habe keine Fragen mehr. Vielen Dank. Ja, mir reicht es jetzt hier auch. Aber wissen Sie, Frau Diesle, wir beide sind noch gar nicht fertig. Nach Ihrer Verurteilung hier heute, wissen Sie was? Ich werde Sie auf Schmerzensgeld verklagen. Ich gehe direkt den Weg zum Zivilgericht. Sie werden Ihres Lebens nicht mehr froh. Schmerzensgeld für meinen Sohn. Und wer sagt meiner Tante Schmerzensgeld? Lydia. Wie bitte? Bitte. Ist doch wahr, die hat doch keine Ahnung. Ach, Lydia, komm, bitte, lass einfach jetzt gut sein, Moment okay? Mal, wovon hat sie denn keine Ahnung? Es hat keine eine Ahnung davon, was Gabriel immer im Bus zu meiner Tante gesagt hat. Ja, Lydia, entschuldige bitte, wenn deine Tante wie Schuhmacher durch die Kurven rast mit dem Bus voller Schulkinder. Jetzt halten Sie sich mal zurück. Und darf ihr lieber Gabriel denn auch zu meiner Tante sagen, dass sie fett und hässlich ist? Nein, weil sowas sagt er nicht. Und darf er zu meiner Tante sagen, dass sie eklig, wabbelig und widerlich ist, dass sie schlimmer stinkt als ein Stall voller dreckiger Schweine? Darf Lydia, er das? Natürlich nicht. Sowas sagt man gar nicht. Wie kommt's denn da auf Gabriel? Sagst du solche Dinge? Ich will sowas nicht sagen. Natürlich nicht. Ich hab dich gut erzogen. Du brauchst mich gar nicht so anzuschauen. Ich weiß, dass er mich jetzt noch mehr fertiger machen wird als bisher. Aber das ist mir jetzt echt egal. Was heißt, er wird dich noch mehr fertig machen? Vielleicht erzählst du jetzt mal die ganze Geschichte. Das fing alles schon Wochen vor dem 11. Oktober an. Gabriel hat meine Tante jeden Tag richtig fertig gemacht. Jedes Mal ab der Haltestelle Tillingen ging es los. Er hat sie richtig heftig tyrannisiert. Für meine Tante war das echt die Hölle. Was heißt tyrannisiert? Was hat er denn genau gemacht? Er hat sie aufs Übelste beschimpft, beleidigt und verarscht. Hat deine Tante sich nicht gewehrt? Doch, sie hat es versucht und dann gedacht, falls es ignoriert, wird es vielleicht besser. Aber im Gegensatz dazu wurde es nur noch schlimmer. Dieses Mädchen lügt doch nur, wenn sie schon den Mund aufmacht. Das fällt ja jedem auf. Nein, ich lüge nicht. Hier, Sie können es sich anschauen. Ich habe ein Video während der Fahrt gemacht und darauf ist eindeutig Gabriel zu hören und zu sehen. Ein Video? Ja, ich weiß, dass man Leute nicht einfach so aufnehmen, oder? Stimmt, darf man nicht. Man darf Leute nicht filmen, wenn sie nichts davon wissen und nicht einverstanden sind. Ja, das haben wir in der Schule gelernt. Ja. Aber von wegen Recht was auf die Persönlichkeit. Da gelernt? Wie heißt das? Genau, Recht auf Persönlichkeit oder Bild und so weiter. Oder wie das heißt. Aber das hier müssen Sie sich unbedingt anschauen. Also anschauen können wir es uns nur, wenn deine Tante und auch der Gabriel bzw. seine Mutter nichts dagegen haben. Ich habe nichts dagegen, keinen Einwand. Ich bin da sehr gespannt jetzt drauf. Ja. Gut, dann nehmen wir das zu Protokoll. Einverständnis der Angeklagten und von der Erziehungsberechtigten von Gabriel liegt vor. Ich schaue mir es aber erst mal selber an. Plus das Video wird in Augenschein genommen. Das sollten Sie, glaube ich, alle mal sehen. Ist da Bluetooth drauf? Aktiviert? Ja.
stimmt, da bist du. Verbinden wir das mal und ich zeig's Ihnen mal hier auf dem großen Bildschirm. Moment. Und du fette Kuh, kommt dir nicht das Kotzen, wenn du jeden Tag deine hässliche Bewahrung im Spiegel sehen musst? Und weißt du, was mich wundert? Dass du mit deinen fetten Fingern überhaupt noch lenken kannst. Wie geil! Und dass er sitzt dich und deinen fetten Arsch überhaupt noch aushält. Ja. Ach, musst du jetzt auch noch... So ein armes Ding. Mein Gott. Peinlich. Ich mach das jetzt mal aus. Wir müssen uns das nicht weiter antun. Ich bin eh der Meinung, wir haben schon fast zu viel gesehen. Mir fehlen die Worte. Mir auch. Ich bin völlig entsetzt. Gabriel, sag mal bitte was dazu. Nils, auch nichts? Ich habe nichts gemacht. Ach, du hast auch nichts gemacht. Wie was? Du hast nichts gemacht. Du hast zugesehen, wie dein Freund Gabriel die Frau Diesle auf die übelste Art und Weise beschimpft. Und du hast nicht nur zugesehen, du hast gegackert und gekichert. Und jetzt sag du mir nicht, du hast nichts gemacht. Das ist fast genauso schlimm. Mir fehlen ehrlich gesagt die Worte. Ja, mir auch, Hannelore. Du darfst dir das nicht so zu Herzen nehmen. Es ist unglaublich, Gabriel, was du dir hier heute geleistet hast. Das ist... Aber ich bin also eingesperrt worden. Eingesperrt worden. Du lügst jetzt auch schon. Ich setze mich hier vor Gericht ein für dich. Und diese arme Frau Diesle, das Frau ist Jakobi, schrecklich. Frau Jakobi, es tut mir so leid. Bitte, bitte hören Sie auf zu schimpfen. Hören Sie bitte auf. Ich habe Ihr Mitleid nicht verdient. Aber vollstes Verständnis und Mitleid haben Sie von mir. Wie meinen Sie das? Ich habe einen ganz schrecklichen Fehler begangen. Und? Wollen Sie uns den erzählen? Also an dem 11. Oktober war das halt folgendermaßen. Also es war so zum ersten Mal, dass der Gabriel nicht nur mich angegangen ist, sondern halt auch Lydia. Und Lydia wollte mir eigentlich nur helfen. Sie kam nach vorne und hat Gabriel gesagt, er soll endlich damit aufhören und er soll endlich leise sein. Und dann fing er halt an, Lydia aufs Wüsteste zu beschimpfen, sie zu beleidigen und ihr wirklich ganz schlimme Sachen an den Kopf zu werfen. Und wissen Sie, ich möchte es jetzt gar nicht alles wiederholen, was er ihr gesagt hat. So schrecklich ist das gewesen. Nach dem, was ich gesehen habe, denke ich, können wir es uns alle vorstellen. Wissen Sie, das war einfach so der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und ich habe einfach rot gesehen. Ich habe kurz nach der Haltestelle Tillingen angehalten und habe dem Gabriel gesagt, ich müsste ihm gerade mal was zeigen. Er möchte doch bitte mal eben kurz mit aussteigen. Und Gabriel ist dann halt mit ausgestiegen. Ich habe die Kofferraumklappe geöffnet und habe ihm gesagt, er solle mal da hinten in der Ecke schauen. Er soll halt mal reinschauen. Als er ihm reingeguckt hat, habe ich ihn reingeschubst, die Klappe zugemacht und bin dann weitergefahren. Und wie sind Sie gefahren? Ganz normal, wirklich langsam und wirklich vorsichtig, so wie ich sonst auffahre. Schauen Sie mal die Verletzungen. Nur meine liebe Frau Diesle, jetzt erklären Sie mir doch bitte mal, ich bin jetzt auch etwas beruhigter, wie es zu diesen Verletzungen dann tatsächlich gekommen ist. Ich wurde von einem Radfahrer geschnitten und musste dann halt ganz scharf in die Eisen gehen. Und es war wirklich das einzige Mal, dass ich so hart bremsen musste. Und ich denke, dass sich der jetzt, die Jungs, Gabriel da verletzt hat. Jetzt noch mal, ihr müsst die Wahrheit sagen. Stimmt das denn so, wie sie sagt, dass sie nur einmal scharf gebremst hat? Mach den Mund auf. Ja. Mund auf? Ja. Gabriel, es tut mir wirklich so sehr leid, was ich da getan habe. Ich wollte nicht, dass du dich verletzt. Und ich weiß auch, dass es ist keine Entschuldigung oder vielmehr die Situation entschuldigt meine Tat nicht. Aber ich wusste mir nicht mehr zu helfen. Wissen Sie, ich leide schon die ganze Zeit so. Und ich wollte nicht, dass Lydia dann auch noch leidet. Ich weiß, dass es unheimlich falsch war, was ich da gemacht habe, Gabriel. Und ich wünschte, ich hätte es nicht getan und könnte es ungeschehen machen. Wirklich, ganz ehrlich. Und auch Nils, auch bei dir möchte ich mich gerne entschuldigen, dass ich dir halt angedroht habe oder dich versucht habe einzuschüchtern, indem ich dir gesagt habe, wenn du eben nicht spürst, dann sperre ich dich auch in den Kofferraum. Ich weiß nicht, was in mir vorgegangen ist. Es tut mir unheimlich leid. Bitte entschuldige das. Ja, mir tut es auch leid. Entschuldigung. Mit dir habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen. Nicht nur ein Hühnchen nach der Verhandlung. Hühnerstall, ich sag's dir, zieh dich schon mal warm an. Ja, das sollten Sie wirklich tun mit ihm. Ja? Weil das muss ich dir schon auch sagen, Gabe. Du hast ein Riesenglück, dass du noch keine 14 Jahre alt bist. Weil sonst hättest du ein massives Strafverfahren am Hals. Und jetzt solltest du wenigstens so viel Rückgrat haben und so viel Statur haben, dass du dasselbe tust, was dein Nachbar da gerade gemacht hat. Ja, es tut mir leid. Ja.
unglaublich überzeugend. Das kam aus tiefem Herzen, oder? Das ist das Allerletzte. Mensch, Mensch, Mensch. Lydia, danke für das Video. Ich hab's mir hier gespeichert. Du kannst dein Handy wieder haben, bleibst unvereidigt, nimm an, keine Fragen. Genauso der Nils, genauso der Gabriel bleiben auch beide unvereidigt. Du darfst hinten Platz nehmen. Danke, Lydia. Ja, die Angeklagte ist bisher nicht vorbestraft. Kein Eintrag im Bundeszentralregister. Dass da sonst irgendwas festgestellt werden oder nein, erklärt danke. Werden. Dann geht noch der rechtliche Hinweis, dass hier auch eine Verurteilung wegen Freiheitsberaubung in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung und wegen Nötigung in Betracht kommt. Irgendwelche Erklärungen? Keine. Dann schließe ich die Beweisaufnahme. Herr Staatsanwalt, bitte. Also ich, Frau Verteidigung, das, was die Schüler sich hier zum Teil gegen die Angeklagte rausgenommen haben, das ist wirklich erschütterlich. Ich frage mich, was bei der Erziehung da schiefgelaufen ist. Ich frage mich, warum die Eltern nichts mitbekommen haben. Aber die Frau Jacobi ist ja ein gutes Beispiel. Die scheint ihren Sohn denkbar schlecht zu kennen. Auch das hat die Hauptverhandlung ergeben. Aber ich will in aller Deutlichkeit sagen, das, was die Angeklagte sich da herausgenommen hatte, das ist unverantwortlich gewesen, ist nicht hinnehmbar. Das Ganze war einfach gefährlich und die Gefahr ist dann ja auch eingetreten. Ich sage nur Vollbremsung und starke, wirklich ganz massive Verletzungen. Frau Diesler, Sie hatten eine Verantwortungsposition hier, die Sie einfach schäbig mit Füßen getreten haben. Ne? Ich meine, Sie haben billigen Kauf genommen, was da passiert ist. Sie hätten kommen sehen müssen, dass das passieren kann. Es war nicht gerechtfertigt, nicht entschuldigt, was Sie da gemacht haben, egal wie stark Sie gedemütigt worden sind. Sie haben gezeigt, dass Sie nicht in der Lage sind, einen solchen Job auszuüben. Das Geständnis war von Reue getragen. Da kann sich sicherlich Gabriel eine Scheibe von abschneiden. Und das wirkt sich auch dann aus beim Strafmaß. Ich denke, dass hier ein Jahr, 10 Monate als Freiheitsstrafe ausreichend sind, auszusetzen zur Bewährung. Aber die Fahrerlaubnis muss entzogen werden. Und da denke ich an 10 Monate. Vielen Dank. Danke, Herr Staatsanwalt, Frau Verteidiger. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, ja, nach Ihren Ausführungen fühle ich mich nicht gerade befleißigt, Nummer 2 der Mutprobenliste zu erfüllen, stürmisch Beifall zu klatschen, ja, und Zugabe zu schreien, Herr Staatsanwalt. Sie haben selbst erkannt, dass hier massive Provokationen und Beleidigungen von diesen Jugendlichen gegenüber meiner Mandantin gefallen sind. Sie wissen also ganz genau, warum meine Mandantin sich zu dieser Tat hat hinreißen lassen. Sie ist keine Angeklagte, die kriminelle Energie hat, die hier Spaß hat, Schulkinder zu quälen oder, wenn mal blöd und laut dahergeredet wird, hier sofort zu den äußersten Konsequenzen zu greifen. Nein, über Wochen und Monate wurde sie massivst beleidigt, gedemütigt. Das sind nicht nur Beleidigungen. An den Folgen, die wir heute noch sehen, sind das auch schon psychische Verletzungen, damit Körperverletzungen. Wir haben nur das Pech, und das will ich mal sagen, ein Pech, dass wir hier strafunmündige Provokateure haben. Meine Mandantin wird sich natürlich verantworten müssen für diese Tat. Aber verstehen kann ich es schon. Und deswegen frage ich, warum soll man hier nicht den Weg zu einer gerechten Strafe finden? Warum soll einzig und allein meine Mandantin bluten und bestraft werden? Sie hat ihre Strafe doch im Vorfeld schon kassiert in dem Sinne. Und das Gesetzbuch schlägt uns hier die Brücke. Ich meine, das ist mal ein Fall, wo wir sagen können, wir sprechen eine Verwarnung mit Strafvorbehalt aus. Das ist mein Antrag. Danke, Frau Verteidigung. Frau Diesel, Sie haben die Anträge gehört. Sie können sich ja selbst verteidigen. Sie haben das letzte Wort. Vorerst noch mal wirklich Entschuldigung an die Jungs. Ich wollte Gabriel definitiv nicht verletzen. Und ich hätte auch schon viel früher was gesagt, wenn ich nicht solche Angst gehabt hätte wegen unserem Busunternehmen. Und das geht jetzt alles so den Bach runter. Und auch die Existenz meines Bruders hängt da dran. Und wie gesagt, das tut mir so unsagbar leid. Und ich würde am liebsten alles ungeschehen machen, aber ich kann es nicht. Gut, dann ziehe ich mich mit den Schöffen zur Urteilsberatung zurück. Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Die Angeklagte Hannelore Diesle ist schuldig der Freiheitsberaubung in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung und der Nötigung. Paragraphen 229, 230, 239 Absatz 1, 240 Absatz 1 und 2, 44, 52 und 53 Strafgesetzbuch. So deshalb zu einer Gesamtgeldstrafe von 80 Tagessätzen zu je 10 Euro verurteilt. Der Angeklagten wird für 2 Monate verboten, im Straßenverkehr Kraftfahrzeuge jeder Art zu führen. Die Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens. Eins haben Sie richtig gemacht, hier ein Geständnis abzulegen. Sie haben gesagt, ich habe dieses Mitleid nicht verdient. Das war eine ehrliche Reue, ohne dass Sie jetzt in irgendeiner Weise dazu gedrängt worden wären. Und ich finde es beachtlich, dass Sie hier zu erkennen geben, ich will nicht besser behandelt werden, als ich es verdient habe. Es ist nachvollziehbar, dass Sie auch nicht schlechter behandelt werden wollten, als Sie es verdient hatten. Ja? Aber da haben Sie wirklich alles falsch gemacht. Sie sind massiv beleidigt und gedemütigt worden. Aber was mache ich denn in so einem Fall? Das melde ich den Eltern. Und wenn die Eltern nicht glauben oder nicht einschreiten, dann melde ich es der Schulleitung.
Und wenn die nichts unternimmt, Sie sind Chef im Omnibus. Sie können solche Jungs jederzeit von der Beförderung ausschließen. Und dann will ich mal sehen, wenn die heimlaufen müssen oder wenn die Eltern sie abholen müssen, wie lange sie das durchhalten oder ob sie da nicht plötzlich so klein sind. Ja? Aber einsperren, Entschuldigung, damit haben Sie eigentlich gezeigt, dass Sie dieser Aufgabe einer Schulbusfahrerin tatsächlich nicht gewachsen sind. Ja? Da erwarten Eltern zu Recht natürlich, dass sie einer Schulbusfahrerin vertrauen können. Und das ist eine höchst verantwortungsvolle Aufgabe. Und man weiß, dass die Kids heutzutage nicht Rabauken sind und weiß Gott was alles. Und da muss man natürlich ein gutes Nervenkostüm haben. Und ich befürchte, Sie werden kaum jemals wieder den Zuschlag für diese Schulbuslinie bekommen. Jetzt sagten Sie, dann geht alles den Bach runter. Das wollen wir natürlich auch nicht. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Sie eine verlässliche Busfahrerin sind im Linienverkehr oder vielleicht in einer Runde von gut gelaunten Senioren, die einen Ausflug machen. Ja, wir sehen nicht, dass Sie wirklich charakterlich nicht geeignet sind, einen Omnibus zu fahren. Das ist eher eine Frage hier der Situation gewesen, dass es so weit kam und deswegen haben wir Ihre Fahrerlaubnis nicht entzogen, aber 2 Monate Fahrverbot. Der große Unterschied für Sie, die Fahrerlaubnis ist nicht weg, sondern 2 Monate nur müssen Sie einen Schein abgeben und dann kriegen Sie ihn automatisch wieder und können wieder Bus fahren. Die Geldstrafe haben wir sowieso am untersten Rand belassen. Aber unter dieser Geldstrafe, Frau Verteidigerin, geht es nun wirklich nicht, denn das war schon eine krasse Aktion. Gegen Urteil kann auch innerhalb einer Woche Berufung oder Revision eingelegt werden. Ja, eine krasse Aktion steht da auch in diesem Zettel mit den Mutproben. Krasse Aktion ist das auch von euch gewesen, ja? Nur keine Mutprobe, mit der man zum King wird, ganz offensichtlich. Und ich sage euch, was noch eine viel tollere Mutprobe wäre. Und ich befürchte, ihr seid nicht so cool. Zumindest der Gabriel ist nicht so cool, dass er sich das wirklich traut. Das wäre jetzt hier aufzustehen und zur Angeklagten zu gehen und sich wirklich ehrlich zu entschuldigen. Und zwar ohne, dass deine Mama dich drängen und schieben muss. Vorher ist ja Abfall und geschossen. Durchaus. Frau Diesler, mein Sohn hat Ihnen was zu sagen. In die Augen schauen und richtig entschuldigen. Tut's leid. Gabriel, wirklich. Abmarsch.